Katja und ihr seht mich auf dem Videokanal von Rea Vital Düsseldorf. Wir machen heute ein bisschen Bauch, Beine, Po. Ein bisschen was Anstrengendes mal wieder. Ihr wisst ja, ich bin immer ganz gerne im anstrengenden Bereich unterwegs. Und wir starten aber ganz locker mit einer kleinen Aufwärmphase. So, stellt uns ordentlich hin auf unsere beiden Fußsohlen. Ordentlich die Füße belasten, die Knie locker, die Ellenbogengelenke sind locker, das Becken ist wie immer vorne. Ich zeige es nochmal von der Seite. Na, also hier nicht Entenpopo, sondern schön das Becken nach vorne kippen, den Popo zusammenkneifen, Bauchnabel nach innen stehen, ziehen. So stehen wir die ganze Zeit. Und kreisen die Schultern von vorne nach hinten. Lächeln, wir machen das ja alle zum Spaß. Schön gemütlich in unserem Wohnzimmer. Sogar mit Sonnenschein heute. Und dann kreisen wir von hinten nach vorne. Locker. Ruhig noch ein, zwei Mal. Und nochmal von vorne nach hinten. Mal im Wechsel rechter Arm, linker Arm. Wenn du magst, schaust du mal nach hinten. Ein bisschen Mobilisation in der Halswirbelsäule. Immer ganz gut. Manchmal ist das da oben ja auch ein bisschen verspannt. Wenn ihr im Homeoffice sitzt, ganz bestimmt sogar. Und ein bisschen größer werden. Körperspannung behalten wir. Und machen das mal ein bisschen flüssiger. Und auch nochmal von hinten nach vorne. Immer schön atmen, keine Luft anhalten. Und lassen die Arme oben recken und strecken uns weit an die Decke. Und kommen auch mal gerne auf den Vorfuß. Wenn du magst, gerne auch mal mit Augen zu, ein bisschen das Gleichgewicht trainieren, kann auch nicht schaden. Und komm wieder zurück auf den ganzen Fuß, nimm die Arme auf die Seite, kreisen hier nochmal. Und andersrum, drehen die Handflächen nach oben. Und lassen die Arme umgedreht nach unten fallen. Locker, bisschen ausbaumeln, bisschen mit den Beinen wippen. Atmen nochmal bitte über die Seite ein. Und aus. Und nochmal ein. Komm nochmal gerne auf den Vorfuß. Streck dich. Flanken lang machen. Schultern bleiben wie immer unten. Körpermitte ist fest. Und komm auf deinen ganzen Fuß zurück und lass die Arme nach hinten durchschwingen. Mach dich rund. Lass den Kopf hängen. Und wir rollen uns locker auf. So, nochmal die Schultern nach hinten kreisen. Okay, dann bleiben wir mal hier und machen die Beine ein bisschen breiter, hüftbreit oder schulterbreit, wie es für dich am besten ist. Bleiben noch ein bisschen im Stand, nehmen die Arme nach oben und ziehen die Arme an der Seite vorbei nach hinten, Ellenbogen schön nach hinten ziehen, Arme wieder strecken. Und weil die Einheit ja Bauch, Beine, Po heißt, machen wir ein paar Kniebeuge dazu. Erstmal einfache Kniebeuge, schön nach hinten mit dem Po. Denk dran, dass das Becken immer schön vorne bleibt. Wir nichts aus dem Hohlkreuz machen. Ausatmen, einatmen. Po-Muskulatur fest. Langer Hals. So, dann machen wir noch ein paar. Mindestens 8 von den leichten. 7. Kein Päuschen, wir haben ja gerade erst angefangen. Und noch 4. Und dann können wir noch gleich ein paar andere Varianten machen, fiel mir gerade ein. So, der letzte. Lass die Arme oben und wir federn mal hier kleine Minis, Minis. Richtig schön die Arme strecken, ist auch ein bisschen was für den Rücken dabei. Bauch einziehen. Komm, noch 4, 3, 2 und zur Pause, Hände aufstützen, bitte auf den Oberschenkel, nicht auf der Kniescheibe, umroll dich langsam Wirbel für Wirbel in den Stand. So, nochmal kurz durchschütteln, ausschütteln auch die Beine. Dann stellen wir uns ein bisschen länger hin. Nehmen die Arme an die Seite, beziehungsweise wir nehmen die Arme über die Seite nach außen und nach innen. So, auch noch ein bisschen Rücken dabei. Arme mal kurz weg. Die Beine machen einen Ausfallschritt zur Seite. Kommen wieder zurück und wir nehmen die andere Seite. Kommen wieder zurück. So, das machen die Beine. Schöne Kniebeuge nach außen. Kann man sogar auch noch ein bisschen variieren. Was mir alles so einfällt auf die Schnelle, unglaublich. So, die Arme nehmen wieder zu. Öffnen.
Schließen. Andere Seite öffnen. Schließen. Aufmachen. Knie zeigt nach vorne. Nicht schummeln. So. Bleib dabei oder wenn du magst, ein bisschen schwerer. Wir starten. Seit, heb ab, komm zurück, wieder schließ. Seit, heb ab, wieder zu und schließ. So, oder bleib bei der einfachen Variante. Ja? Aber auf jeden Fall irgendwas davon machen. Ordentlich, nicht schummeln. Oh, bin rausgekommen. Seit, abstellen, schließen. Komm, bleib dran. Abstellen, schließen. Seit. Jeder seine Beine, einfach oder schwerer. Nicht schummeln. So, davon machen wir auch noch acht. Ja, wenn schon, denn schon. Da haben wir schon ganz viel Beine, ganz viel Po gemacht. Muss man sich auch ein bisschen konzentrieren, dass man nicht durcheinander kommt mit den Beinen, wenn man die schwere Variante nimmt. So, immer schön aus dem Ausgangspunkt starten. So, wir haben Halbzeit gleich. Wenn es zu viel wird mit den Armen, lass sie weg. Ja, kann man sich immer so ein bisschen einfacher machen, wenn dir irgendwas zu schwer ist. Aber wir halten durch. Nochmal. Seit. So, jetzt haben wir es, glaube ich, geschafft, glaube ich. Ich habe es gar nicht mehr gezählt. Und wir machen noch zwei Stück. Auf jeder Seite einer. Und noch einer. Okay, schließen. Hände auf die Oberschenkel. Über die Katzenbuckel rollen wir uns langsam auf. Wundervoll. So, eins noch im Stand, dann steigen wir endlich mal ab. Fußspitzen zeigen nach außen, Knie genauso. Das Becken ist wie immer vorne der Popo fest. Die Arme nehmen wir nach vorne, Ellenbogen schließen wir mit den Unterarmen und öffnen die Arme über die Seite und schließen. So, wer das ein bisschen schwieriger haben möchte, kann gerne irgendwas Schweres sich in die Hand nehmen. Keine Ahnung, eine Flasche Wasser, vielleicht nicht ganz voll, sonst wird es vielleicht zu schwer. Oder irgendwas anderen schweren Gegenstand, der da so rumliegt bei dir. Ein Buch vielleicht, rechts und links in jeder Hand eins. Und dann kommen die Beine dazu. Öffnen, schließen, öffnen. Wenn es dir zu viel ist mit den Beinen, nimm die Fußspitzen nach vorne und mach nochmal die gleiche Variante wie eben, ganz am Anfang. Allerdings mit anderen Armen, vielleicht sogar mit einem schweren Gegenstand in der Hand, rechts und links. Jeder seins, auf jeden Fall wird nicht geschummelt. Ausatmen, einatmen. Richtig schön nach hinten, unten mit dem Hintern, Popobacken, schön zusammenkneifen die ganze Zeit. Auch wenn du unten bist, das ist besonders schwer. So, wir haben, keine Ahnung, noch acht. 7. Bauch entziehen. Wenn es dir zu viel ist, mach irgendwas Schweres weniger, aber versuch durchzuhalten. Wir haben noch 4, 3, 2. Der letzte bleibt unten und kleine nach hinten mit den Armen. Beine kannst du federn oder bleibst einfach sitzen. Atme, atme. Richtig schön gerader, langer Hals. 4 noch, 3 noch, 2 noch. Und lösen, abstützen. Füße nach vorne klappen, Beine schließen. Und langsam abgestützt über den Katzenbuckel aufrollen. So, ausschütteln. Wir mal kurz was trinken, bevor wir absteigen. Und wir stellen uns mal seitlich vor unsere Matte. Muss mein Handtuch wieder richtig hinmachen? Dann ist das unordentlich. So, wir steigen ab. Locker, locker. Denk wieder an deine schöne Körperhaltung. Becken nach vorne, hoch fest. Nimm ruhig mal die Arme, atme ein
Und aus, Arme bleiben an der Seite hängen und wir rollen uns ab. Eine kurze Pause für den Rücken. Bleib gerne unten hier hängen, schüttel dich aus. Oh, meine Frisur, meine mühsam zurechtgebackte Frisur geht dahin. Extra für euch. Hab ich mich mal gewaschen. So, nochmal einatmen ohne Arme, Kinn auf die Brust abrollen, ausatmen. Langsam rollen wir ab und bleiben dort. Stellen die Fingerspitzen auf die Matte, die ganze Hand, Knie beugen und wir krabbeln nach vorne in den Vierfüßlerstand. So, hier bleiben wir auf den Unterschenkeln, nicht zu vorne auf der Kniescheibe bitte. Schön nach hinten auf den Unterschenkeln bleiben, auf den Fußspitzen, auf den Handflächen oder Fäusten, so mache ich das immer. Ellenbogen gebeugt, einatmen. Lösen die Beine ganz knapp von der Matte, halten das. Und versuch ein bisschen durchzuhalten. Wenn du merkst, es wird zu viel, stell kurz wieder ab. Bisschen durchschnaufen und wieder einsteigen. Ganz gerade rücken, atmen, lächeln. Und noch ein bisschen durchhalten. Vier noch, drei, zwei und Beine abstellen, Spann ablegen, kurze Pause, Fersensitz, bisschen ausruhen, Rücken rund machen, rappeln uns auf, so, und machen wir es nochmal, schön die Beine, Brust raus, Bauch rein und lösen. Wenn du magst, bleibst du entweder hier oder du löst ganz bisschen im Wechsel, rechte Fußspitze, linke Fußspitze. Die Knie bleiben knapp über dem Boden. Nichts bewegt sich außer die Beine. Oder halten oder kurze Pause. Wieder hinstellen, die Füße wieder einsteigen. Komm, noch ein bisschen durchhalten. Jeder seine Übung. Hauptsache alles angespannt, nicht auf den Schultern hängen. Und die letzten beiden einhalten. Päuschen hieb. Kurz abstellen. Bisschen lockern. Hier. So, und weil wir gerade hier sind, bleiben wir direkt hier und krabbeln auf den Bauch. Arme. Liegen. Von den Füßen aufstellen, Unterarme hinstellen, Becken nach vorne kippen, Oberkörper lösen, halten oder sogar beide Beine weg. Wer mag, kann ein bisschen vor und rück sich schieben oder du bleibst einfach hier. Oder du bleibst einfach hier. Schön den Kopf tragen, mich nach unten hängen lassen. Körperspannung. Noch ein bisschen halten. Vier, drei, zwei. Und Päusli. So, wenn du magst, legst du dich einfach hin. Schöner finde ich, nochmal Fersensitz, um den Rücken zu entlasten. Mal durchschnaufen. So. Und dann rappeln wir uns auf, machen hier nochmal einen Katzenbuckel oder endlich mal, hängen durch, nochmal Katzenbuckel und gerade werden. So, wir krabbeln bitte über die Seite, von deiner Lieblingsseite ausgehend nach unten, abgestützt und legen uns hin. Schieben den Arm nach vorne, also ich habe hier die rechte Seite, rechter Arm liegt vorne, linker Arm liegt auch auf dem Boden, du schaust geradeaus nach oben an die Decke. So, achtest darauf, dass die Schultern ordentlich auf dem Boden liegen und die Beine schön auf der Seite, nicht dass der ganze Rücken hier auf der Matte hängt. Hände nehmen deinen Kopf, lösen die Schultern vom Boden und kommen in den Side Crunches nach oben und wieder unten, ohne hier unten sich auszuruhen. Beide Schultern heben und senken, ohne hinzulegen. Ausatmen, einatmen. So, wer es ein bisschen schwieriger machen möchte, oder wir machen erstmal ein paar so, ein paar einfache zum Einstieg, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ja, nicht mehr den Kinn auf die Brust, immer schön den Nacken entlasten, hoch und tief. Ausatmen und ein. Aus und ein. So, ein bisschen schwieriger. Linkes Bein habe ich hier oben, weil ich auf der rechten Seite liege eigentlich, hebe ich das linke Bein ab, entsprechend andere Seite bei euch, wenn ihr euch andersrum hingelegt habt,
Und wir ziehen den Ellenbogen Richtung Knie. Ist ein bisschen mehr Arbeit für die Seite. Ausatmen, einatmen. Ausatmen, ein. Komm, noch ein bisschen durchhalten hier. Immer schön mit dem Blick nach oben an die Decke. Und hoch und tief. Und hoch und tief. Noch vier. Rechter Arm kann auch hier über die Hüfte. Ist noch schwerer. Mal richtig was Anstrengendes. Man kann aber beim nächsten Mal ein bisschen was Leichteres wieder machen. Und wir bleiben oben und ziehen kleine, kleine, richtig schön mit den Händen über die Hüfte. Richtung Po, komm, zieh, bleib dran. Mach dir leichter, wenn du merkst, es wird zu viel, aber Feder, komm, zieh, zieh. Noch vier, drei, zwei und der letzte. Hinlegen, lösen, direkt mal die Füße hinstellen, rechts, links, auf den Füßen stehen, Rücken und Hüfte lösen und mach mal hier auf dem Boden ein kleines Päckchen. Oder wenn es dir lieber ist, streck dich aus. Was für dich am besten ist, auf jeden Fall ein bisschen ausruhen. Hier kann man auch so ein bisschen übers Steißbein rollen. So, dann bleiben wir mal direkt hier. Eine schöne Übung für die geraden Bauchmuskeln. Entweder ganz, wie heißt das, klassisch, genau, hingestellt, die Füße. Hände an den Kopf, Schulterblicke in die Luft und ganz normale Crunches. Komm hoch und komm tief. Ohne hinzulegen, wissen wir ja. Schön nach oben schauen, nicht am Kopf reißen. Ja? Oder hingelegt, zuerst mal Beine an die Decke, gerne kreuzen. Ich mache immer die Hände in den Kopf, damit die vernünftig versorgt sind. Und dann lösen wir ohne Schwung einfach nur aufrollen und abrollen, ohne ganz nach unten zu kommen mit dem Hintern. Immer ein bisschen Spannung. Heben. Ist ein bisschen schwerer auch für den Rücken. Pass auf, was für dich am besten ist. Wenn das zu viel ist, lass die Füße stehen und nimm die ganz normalen klassischen Augenübungen. Hoch und tief. So, auf jeden Fall irgendwas davon machen wir. Komm hoch und lösen. Oder ganz klassisch. Schön durchhalten hier. Nicht mit Schwung den Hintern nach oben reißen, sondern aufrollen, Popo zusammengreifen, abrollen und die Spannung halten. Lass dir Zeit. Je langsamer, desto schwerer. Hoch und tief. Ohne Fudeln. Hoch. Schultern und den Arm in die Luft. Muss aber nicht. Und dann merkst du bestimmt bald, wie das hier oben richtig schön zwirbelt. Oh, mein Bauch meldet sich. Da will was rein. Ja, bleib dran. Kann man auch mal kleine machen, Minis. Kann man mal die Füße wechseln. Oder wenn du die einfache Variation hast, hier Minis. Weiter, weiter. Schön nach oben schauen. Gucken, was denn anspannen. Beine fest. Kein Wackelpudding, alles schön angespannt. Schön nach oben schauen. Komm noch ein bisschen. Minis, Minis. Noch acht. 7. Weiter, weiter. Und wir haben noch 4. 3. 2. Und Poesie. Lockern. So, auch mal ein bisschen mit dem Kopf rollen. Nacken entlasten. So, bleib noch einmal hier. Hier oben kannst du mal liegen bleiben, die Hände. Keine Arme an die Seite, wie es für dich am besten ist. Beine leicht angewinkelt. Und wir schieben die Beine im Wechsel nach vorne. Komm wieder zurück. Will sich nicht auf die Arme drücken. Ich nehme die Arme eigentlich immer ganz gerne über den Körper, damit man nicht aus Versehen schummelt. So, wenn das zu viel ist, sind beide Beine in der Luft, ist auch ein bisschen anstrengend für den Rücken, mach es im Wechsel. 8 Stück mit rechts oder du wechselst direkt. Ja? Aber immer schön abstellen und dann erst das Bein lösen. Oder du nimmst erst die rechte Seite, 8 Stück, nicht hier zur Brust, bleib immer neben deinem Parallelknie, schieb zurück. Und dann machst du die andere Seite. Ja? So, aber auf jeden Fall machen wir irgendwas Ordentliches von allen Übungen. So, Schultern in der Luft ist auch natürlich noch gut, muss aber nicht sein. Mach das, was für dich am besten ist. Komm, 8 Stück noch. Schön atmen.
Rücken am Boden lassen, ganz wichtig. Ganz fest den Bauchnabel einziehen. Ich glaube noch vier. Und drei. Und zwei. Ellenbogen außen lassen. Vergesse ich manchmal auch. Und bleibe hier, wenn sie zu viel wird, hier oben, leg dich hin. Kleine Minis. Vier, drei, zwei. Und bitte anhalten, nicht die Beine unten auf den Boden fallen lassen, sondern im Wechsel ordentlich abstellen. Lockern. So, wir haben die andere Seite noch. Roll dich bitte zurück auf deine Lieblingsseite, rechts oder links. Ich nehme meistens die rechte. Komm mit dem linken Arm vor deinen Kopf, stütz dich über die Seite ab. Und wir kommen in den Sitz. Hallo. Bleiben mal hier sitzen. Ich setze mich seitlich, wie ihr es besser sehen könnt. Lasst euch die Hände hier an den Oberschenkeln, nicht in den Knie kehlen, sondern immer da greifen, wo genug Fleisch ist. Und dann rollen wir uns mal nach hinten, dehnen den Rücken, auch die Halswirbelsäule mitnehmen. Und setzen uns wieder gerade hin. Und rollen uns mal nach hinten. Und setzen uns gerade hin. Bleiben sitzen, Beine ein bisschen breiter, Arme strecken und paddeln. Richtig schön lang nach vorne kommen, langer Nacken, atmen, ein bisschen schneller werden und lösen auf. Arme Seite. Gut, die andere Seite ist dran. Links ist bei mir unten, erst die Beine über die Seite, spitzt dich ab. Schieb dich nach unten auf deine Matte, erstmal den oberen Rücken vorbereiten, sich ordentlich hinlehnen, schauen, dass nicht der ganze untere Rücken auf der Matte liegt, sondern hier bei mir ist es die linke, rechte Hüfte, genau, weil ich liege hier auf der linken Seite, rechte Hüfte zeigt schön zur Decke und los geht's. Genau wie auf der anderen Seite, genau das gleiche, entweder leichter oder schwerer, aber auf jeden Fall sind beide Schultern in der Luft, ausatmen, einatmen. Ohne zu pudeln, kein Kinn auf die Brust quetschen, und nicht vom Kopf reißen, das Bein dazu, wenn du magst, ran und weg. Ja, wenn du merkst, irgendwie komisch, ich liege aber nicht so richtig gut, ja, dann fängst du einfach von vorne an, das macht gar nichts, und startest wieder. Fußspitze ran, möglichst viel Spannung auf die Beine. So, wir haben auch den Arm noch mitgenommen, wer das möchte. Jeder seine Übung. So, können wir noch klein machen. Ich versuche genauso viel wie auf der anderen Seite, damit wir gleich sind. Mimi, Mimi, Mimi. Noch ein bisschen. Noch eine große. Schön atmen. Und noch mal kleine. Komm, noch ein bisschen. Vier, drei, zwei und lösen. Gut, wenn du noch ein bisschen mehr möchtest, kannst du natürlich noch ein paar dranhängen. Ansonsten stellen die Füße ordentlich auf. Komm nochmal zurück in die Rückenlage. Bleiben hier oben bleiben wir liegen. Die Hände darfst du liegen lassen, die Arme, oder du legst sie weg vom Boden auf den Körper wieder, damit die Arme hier nicht schummeln. Beine können parallel sein, Fußspitzen kannst du auch so außen drehen, je nachdem, wie es für dich am besten ist. Auf jeden Fall rollen wir uns auf die Schulterbrücke. Bleib erstmal hier, schön Spannung checken, Beine checken, roll dich wieder ab. Auch schön im Knie, nicht zu steil, nicht zu weit weg. Und dann rollen wir uns wieder auf und bleiben hier und schieben die Hüfte an die Decke und kommen Millimeter tief hoch. Und runter. Hoch. So, Popo fest die ganze Zeit. Nicht irgendwie hier oben was verklemmen. Ganz locker. Bauch entziehen. Hoch und tief. Ohne ganz nach unten. Also hier ist natürlich falsch. Ne? Schon. Hoch ist immer gut. Und ein bisschen tief. Hoch. Bisschen tief. Ordentlich auf den Füßen stehen. Wenn die Fußspitzen nach außen zeigen, ist es ein bisschen anstrengender. So, ohne am liebsten Arme auf dem Boden. Wenn es gar nicht geht, legst du sie halt hier unten ab und versuch nicht die Arme hier, ne, dich nach oben zu drücken, sondern dass es der ganze Rücken macht. Po, Beine. So, wir machen noch ein paar kleine.
Mini-Mini. Und noch ein bisschen kommen, ganz fest im Po zusammen drücken. 4, 3, 2 und anhalten. Wenn die Fußspitzen nach außen waren, kommen sie wieder zurück zuerst. Atmen ein und roll dich langsam ab. Ah, schön langsam nach unten kommen. Gerne mal Knie an die Brust oder streck dich auch aus. Locker die Füße. So, jetzt haben wir Bauch, Beine, Po so einiges gemacht. Jetzt machen wir noch ein bisschen Rücken. Ganz mini, gehört natürlich der Bauch auch dazu. Damit wir nicht so viel hin und her machen müssen, roll dich nochmal zurück auf deine Lieblingsseite. Spitz dich über die Seite ab und komm zurück in den Vierfüßlerstand. Jetzt machen wir direkt nochmal einen Katzenbuckel. Durchhängen. Und nochmal Katzenbuckel. Ich überlege. Ja, wir legen uns hin. Entschuldigung. Musst du mal überlegen. So, in Bauchlage machen wir erstmal genau Unterarme übereinander, auch ganz klassisch, Stirn oben drauf. Denken, dass wir den Bauchnabel einziehen, den Popo schön zusammenkneifen, ne, wieder auch das Becken nach vorne holen. Am besten falls ein kleines Loch unter dem Bauchnabel. Lösen die Arme ganz mini vom Boden und schieben den Oberkörper von rechts über die Mitte nach links. Versuchen das durchzuhalten, wenn es gar nicht anders geht, machst du hier auf der Mitte eine kurze Pause, kurz sich ausschütteln, sammeln und wieder einsetzen. Ausatmen, seit, einatmen mit, ausatmen, seit, einatmen mit. Ruhig noch einmal zu jeder Seite. Schultern lassen wir unten, komm auf die Mitte, kurz hingelegt, gut, rechter Arm ist vorne, ich mache es andersrum, dass ihr es besser seht, ein Arm oben, ein Arm unten, ganz mini abgehoben die Arme vom Boden und wir kommen über die Seite in den Wechsel, richtig lang zur Seite und wechseln. Wenn es dir zu schwer ist mit beiden Armen, nimmst du nur einen nach vorne, und wieder zurück. Zwei, drei Wiederholungen und du wechselst. Ohne hier gemütlich auf dem Arm zu liegen, schon Körperspannung behalten, aber es ist ein bisschen leichter, kann man sich ein bisschen abstützen. Ansonsten nimm dir beide Arme, bleib bei deiner Varianten, Anspannung in die Beine bitte. Wir bleiben mit einem Arm vorne, egal welcher, einer hinten oder eben auch mit einem Arm und ziehen den Arm nach oben zur Decke. So ein bisschen öffnen wie ein V. Zieh, dass wir die Schulterblätter schließen. Bauch schön einziehen und lächeln. Und wechsel bitte. Ein Arm, beide Arme. Richtig schön abspannen. Nach oben. Kleine, kleine. 4, 3, 2 und lösen. Gut. Locker. Gucken. So, Hände neben die Brust, Bauch bitte anspannen, drück dich hoch ordentlich in den Vierfüßlerstand, komm zurück auf die Unterschenkel und wir machen einen Katzenbuckel. Herrücken mit Kopf, nochmal Katzenbuckel. Werden wieder gerade. So, ich steige immer auf, indem ich die Fußspitzen aufstelle. Die Beine im Wechsel von der Matte löse, erstmal hier so stehen bleiben, mich sammeln. Genau wie ich abgestiegen bin, steige ich wieder auf mit gebeugten Beinen, krabbel mit den Händen zurück zu den Füßen. Ganz vorsichtig rollen wir uns abgestützt zur Sicherheit auf den Oberschenkel ab. Schön die Schulter nach hinten kreisen. Drehen wir uns wieder nach vorne, ziehen uns wieder an. Über die Seite ein und aus, ruhig nochmal ein und aus, einmal noch, Arme über die Seite nach unten schwingen, einmal noch rund werden, alles hängen lassen, roll dich mit deiner Ausatmung langsam auf und dann hast du dir ein schönes Mittagessen verdient, Kaffee trinken oder was auch immer. Ich wünsche euch schöne Ostertage. Können wir mit diesem Video so richtig reinhauen und jeden Tag das machen.
Dann seid ihr gut dabei. Dann darf man auch einen dicken Osterbraten essen und danach ein Stück Kuchen. Aber ihr kriegt das schon alles hin. Ich wünsche euch alles Liebe, macht's schön gut. Danke, dass ihr da wart. Bis ganz bald. Eure Katja. Tschüss.